So, wir sind jetzt da. Wir sind 38. Oh Gott, es geht direkt im Kopf. Wir gehen jetzt die Stadt erkunden. Let's go. So, wir haben unser Auto jetzt in der Sassy Garage abgestellt. Es ist so warm. Ich kann gar nicht glauben, dass wir schon nach 18 Uhr fast haben. Oder um die 18 Uhr und es so warm ist. Es sind so 37, 38 Grad. Und die Luft ist wirklich zum Schneiden. Wir gehen jetzt in Richtung Stadt und erkunden jetzt mal, was es hier in Ljubljana so gibt. Oh, Wind. Also wir haben hier einen Platz entdeckt, wo es regnet. Oh Gott, hier regnet es. Hier regnet es einfach. Ups. Boah, da ist es ordentlich. Oh Gott. Bis jetzt? Ja, nach Graz. Nach Graz. Was mit Trier? Das ist total weird. Hier ist einfach eine riesige Brücke. Aber da ist halt auch eine und da ist auch eine. Und das führt alles über das gleiche Wasser. Das ist mega schön. Hier gibt es Souvenirs. Oh wow. Der letzte Shot vom bevor wir in die Disco gehen, muss immer aus dem Ding kommen. Der Dead Shot. Ich finde die Tasse hier richtig schön. Aber ich werde mir vermutlich das hier kaufen. Oh mein Gott, was ist das für ein Schuh? Oh, schön. Okay, Gassengame gewonnen. So schön hier. Die Sonne geht unter. Oh wow, schau mal das da an. Das ist ein Pflanzengeschäft. Ach Gott, ist das schön hier. 34 Grad. Ach, Schnäppchen. Wir sind voll gefressen und nicht mehr so fit. Ja, ja. Würde mich nicht wundern, wenn uns jemand hinterherläuft in der Tour. Wenn uns jeder ansieht, wie viel wir gegessen haben. Kennen Sie die Story aus Würzburg, wo wir so viel Sushi gegessen haben? Wir haben zu drei Personen 160 Euro bezahlt. Dann würdest du sagen, hat sich gelohnt, Simon? Auf jeden Fall. Aua. Wir sind richtig zerstört, nicht menschlich und magentechnisch und für unsere Zukunft geschädigt, was Sushi angeht. Reloaded mit Wurst. Aber es war richtig, richtig schön. Ich habe doch ein passendes Lokal gefunden und jetzt ist es eigentlich relativ romantisch in der Stadt, aber ey, wir sind so am Schwitzen und so durch für heute. Es hatte 38,5 Grad, ich glaube sogar mehr, ich glaube sogar teilweise 40 Grad. Und als wir angekommen sind, hat es 39,5 auf dem Auto angezeigt. Boah. Ich glaube, jetzt hat es immer noch 32. Wir haben jetzt ja 22 Uhr. Da ist wieder der Typ mit dem Kaffee und wir haben immer noch kein Bargeld. Scheiße. Wir sind jetzt ausgecheckt, also vorhin, wir sind jetzt wieder in der Stadt. Wir haben jetzt keine Uhr an. 10? 11? 11? 10 vor 11. Und ja, wir machen jetzt nochmal die andere Stadttour. Wir gehen in die andere Richtung. Hier ist auch irgendwie so ein Fest, wo ganz viele Stände sind. Aber ich glaube, das ist eher so ein bisschen Touri-Scammy. So überteuerten Scheiß, wo einfach Slowenia draufsteht. Wie es einfach hier Pitbull läuft. Es sind immer Leute, die diese Seifenblasen machen. Oh Gott. Ist ein Curse, dieser Bär.
mir ist ganz spontan, wenn der Boden tust. Jetzt fängt die Sonne langsam an zu scheinen. Ich habe richtig Angst, dass mein Handy einfach random rein. So, wir sind jetzt in der Dragon Bridge. Dragon Bridge. Aber wenn du so in einem Skyrim-Mittelalter lebst und du greifst Ljubljana an und dann stehst du plötzlich vor einer Brücke, die abgerissen wurde und du hast noch so zwei Drachensäulen, ich würde umdrehen. Ich hätte richtig Schiss, dass dann plötzlich von einem Berg das ist da so ein anderer Level, dass da so ein riesiger Drache auf kommt. Kannst du das CGI einfügen? Nein. Doch, wir können es probieren. Jetzt. So, wir haben jetzt gerade einen Kaffee getankt, Wasser, haben es uns gemütlich gemacht. Kommt so langsam die Mittagssonne heraus. Die Sommersonne kommt raus. Und wir laufen jetzt mal noch so den Rest ab, den wir noch nicht abgelaufen sind und begeben uns dann nochmal auf die andere Seite, wo wir gestern waren. Und ja, erkunden jetzt so ein bisschen die Ecken, die wir noch nicht erkundet haben. Aber alles in allem ist es jetzt auch echt windig und relativ schön, oder? Ja, boah. Angenehmer. Sehr angenehm. Aber irgendwie ist der Kreislauf heute nicht so. Es gibt sehr viele Barista-Shops und Eisdielen, ja, die so kleine Außenliga haben, wo die das draußen direkt an der Straße verkaufen, obwohl der Shop, ja, direkt nebendran ist. Das ist ziemlich schön. Hier wird echt viel auf der Straße auch verkauft. Sehr viele Siebträger auch an der Straße. Ja. Aber leider alles nur mit Bargeld. Also wenn ihr nach Ljubljana wollt, dann nehmt euch Bargeld mit. Ja, hebt es am besten zu Hause ab. Aber eigentlich könnt ihr auch alles mit Kreditkarte zahlen. Also ist eigentlich relativ entspannt, außer halt so kleine Stände. Aber sonst, wir haben jetzt eigentlich noch nichts. Wir haben vielleicht noch kein Eis und kein Kaffee an der Straße gekauft, wegen dem Fakt. Aber ansonsten haben wir alles mit unserer Kreditkarte bezahlt. Sehr entspannt. Oh, und wir waren bei der Drachenbrücke, habe ich schon erzählt. Ist das Wahrzeichen von Ljubljana. Und auch das Wappen, beziehungsweise das Wappentier. Und wollen wir nochmal in den Regen? Ja, komm, in den Regen. Auch noch ein bisschen Regen. So, wir legen jetzt vom National Museum of Slovenian History. Gut Englisch. Fallen die ganze Zeit irgendwelche Blätter vom Baum. Und hier ist es so schön ruhig, wirklich, es ist insane. Ich muss sagen, jetzt enjoy ich fast immer am meisten, wenn man irgendwo im Urlaub ist, dass man so richtig ruhige Orte sich sucht und dann einfach entspannen. Gott, mein Handy fällt mir die ganze Zeit aus der Hand. Ich frage mich, wenn man so Bonk hört und dann so Aua. Hören Sie sofort auf, den Park zu genießen. Was steht jetzt noch an? Rumlaufen, nach Hause fahren. Haben wir noch ein Ziel, wollen wir hier noch essen? Ich habe halt nicht so mega Hunger. Wäre aber auch ein bisschen schade, wenn wir jetzt heute Abend dann irgendwie doch bestellen oder irgendwo Fastfood essen. Ja, irgendwie ist es schade. Wir können auch nach Maribor reinfahren. So, wir sind jetzt in so einem Museumsviertel angekommen. Es ist sehr, sehr schön hier. Hier ist das Creative Center. Echt mega schön hier. Ist total gepflegt auch. Es gibt natürlich auch die Ecken, die nicht so gepflegt sind, sondern eher so, ja, Hochhäuser. Don't do it. Aber so langsam bewegen wir uns Richtung Auto, weil irgendwie ist mein Kreislauf heute nicht so Fan. Deswegen denken wir, begeben wir uns schon langsam Richtung Auto. Das Verrückte ist, wir fahren halt wirklich von hier nur so 2 Stunden heim. Voll verrückt, oder? Ist irgendwie eine ganz andere Welt. Ganz anderes Land, ganz andere Mentalität, ganz andere Sprache. Und wir fahren nur 2 Stunden hierher. Miau. Oh. Oh. Was denn? Ich bin fast überfahren, direkt mein Titel. Oh, wow. Wow. Das ist der Glavnivod. Aha. Glavnivod. Kavarna, das ist Café. Glavnivod. Kannst du das sagen, was das gut noch? Glavnivod. Narodna Galeria. Aha. Ja. Wow! So, kurz bevor wir rausgefahren sind, haben wir gemerkt, dass hier noch eine Tankstelle ist. Und wir haben jetzt für 1
1,62 € den Liter getankt. Leider ist der Tank halb voll noch. Naja, den Rest haben wir voll gemacht. Das heißt, wir kommen jetzt relativ sparsam wieder nach Hause. Das hat sich eigentlich schon relativ gelohnt. Also, Slowenien ist der Sprit auch nochmal günstiger. Bei uns in Österreich ist, glaube ich, aktuell 1,98 € oder so. Und was noch ganz interessant ist, hier ist ein, ich weiß nicht, ob es an der Tankstelle liegt, aber hier war eine Mitarbeiterin, die ist nur dafür da, deine Scheiben zu machen. Wir haben das jetzt natürlich nicht gemacht, weil wir das, weiß ja nie mehr, was für Schwämmen die das machen und ob die Scheibe zerkratzt. Aber die bieten dir den kostenlosen Service an, deine Scheibe vorne und hinten einmal komplett zu reinigen. Eigentlich relativ freundlich und bei meinem Gebrauchtwagen hätte ich es vermutlich auch machen lassen. Also sehr positive Erfahrung bis jetzt. So, eure Weltenbummler sind wieder da. Wir haben es nach Maribor gemacht. Ist auch eine slowenische Stadt. Und wir dachten, wenn wir jetzt schon nicht in Ljubljana essen konnten, dachten wir, ja, so eine, was vielleicht weit ist bis nach Hause, halbe Stunde? Ja. Halbe Stunde vor Graz. Fahren wir nochmal ab und gehen hier was essen. Jetzt haben wir uns so ein Steakhouse rausgesucht. Sehr, sehr gut bewertet ist. Und da torkeln wir jetzt hin. Es ist auch ganz okay hier gerade. Wir müssen uns dann nachher nochmal die Stadt angucken. So ein bisschen. Aber es ist auch sau heiß. Also hoffe ich, dass es sich einfach gleich ein bisschen beruhigt, was das Wetter angeht. Dann können wir danach noch ein bisschen Maribor kurz einmal abchecken. Und dann, hier sind auch insane viele Leute, die Deutsch oder Österreichisch sprechen. So, wir sind jetzt, glaube ich, in der Main Einkaufsstreet. Ich sag mal so, es ist eigentlich echt süß, aber es ist irgendwie dead. Gassengame, so eine 4 von 10. Bis jetzt ganz niedlich. Aber ich glaube, da vorne kommt gleich was richtig Schönes. Maribor war die, was war das? Kulturhauptstadt Europas 2012. Hä? So, das ist jetzt der Punkt, wo wir eigentlich hin wollten. Eigentlich super schön, aber ich glaube, das ist so das Einzige, was hier so richtig. Da ist auch das Theater. Ah, okay, hier in der City Park. Oh, wow. Okay, das sieht doch eigentlich echt süß aus. Ich wünschte, ich könnte es euch so zeigen, aber ich habe gar nicht einen langen Arm. Ich hätte überlegt, ob er seinen Kopf einfach da reinhält. Aber ich glaube, er geht schon dafür. Oh, 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 oh. Bist du bereit? Das hat gut geklappt, oder? Ja. Okay, ich verbessere. Das Gassengame ist doch ein bisschen höher. Ich bin komplett nass. Das Gassengame ist so eine 6 von, ja, 7 von 10 hier, oder? Viel besser, ja. Ja. 6 von 5. Nee, 5. 5? 5. Okay. 5, vergleich das mal mit Trier oder Graz. Ja, aber das jetzt hier gerade ist echt schön. Was wusste ich? Maribor 2012, die europäische Kulturhauptstadt, war? Nee, habe ich noch gar nicht gelesen. Überleg dir mal, das ist 10 Jahre her und wir haben davon schon. Die machen immer noch Werbung. 6 Plakate. Oh wow, das ist wirklich schön, die Post und der Park. Okay. Okay. Now we're talking. Gib mir aber ein bisschen Wien-Vibes. Die Kirche Johannes der Täufer wurde in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts als romantisch einschiffige Basilika. Ach, romanisch einschiffige Basilika. Okay. So, wir bewegen uns jetzt Richtung Auto. Das heißt, eigentlich ist das jetzt schon das abschließende Beenden des Trips. Vielleicht kommt noch ein kleines Feedback, so durch den Voice-Over. Aber ich würde behaupten, unser Trip hat sich sehr gelohnt. Ich bin sehr happy, bin froh, gleich wieder heim zu sein. Aber es ist crazy, was für schöne Orte eigentlich so vor der Tür warten. Also schwingt euch in eure Kutsche oder euren Zug oder euren Bus und fahrt einfach mal in eine andere Stadt oder vielleicht sogar ein anderes Land. Auch für ein Wochenende oder für 48 Stunden lohnt sich das vollkommen. Und ja, damit adios amigos, ciao Kakao. Tschüss. Oh Gott, ich fühl's schon wieder.
Kopf.